Viele Jubiläen auf dem Markt. Bürgerfrühstück, Städtepartnerschaft und die Landpartie. Auf dem Markt war zum Bürgerfrühstück eine Menge los. Viele Bänke und Tische standen für die Frühstücksgäste der Stadt bereit. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie werden hier wieder die Tische gedeckt. An diesem Morgen können gleich 3 Jubiläen gefeiert werden. Doch erst einmal der Reihe nach. Für das 15. Bürgerfrühstück in der Welterbestadt wurden ganz besondere Gäste eingeladen. Denn auch die Städtepartnerschaft zwischen Quedlinburg und Aulnay-Aymeries jährt sich zum 60. Mal. Eine weit zurückreichende deutsch-französische Freundschaft. Ja, liebe Quedlinburger, liebe Gäste, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum 15. Bürgerfrühstück am Vortag des Tages des offenen Denkmals hier auf dem wunderschönen Marktplatz in der Welterbestadt Quedlinburg. 15 Jahre Bürgerfrühstück, 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft. Was für Jubiläen. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich unsere französischen Freunde aus Aulnay-Aymeries. Herzlich willkommen. Auch der Freundschaftsverein richtete einige Worte an die anwesenden Zuschauer. Herr Oberbürgermeister, liebe Freunde, ich möchte zum Schluss Wilhelm I. von Oranien-Nassau zitieren. Es ist keine Hoffnung nötig, um zu unternehmen. Es ist kein Erfolg nötig, um durchzuhalten. Vielen Dank auf Ihre Aufmerksamkeit. Es lebe Quedlinburg. Es lebe Aulnay-Aymeries. Es lebe unsere Partnerschaft. Es lebe der Frieden. Im Anschluss trugen sich die Beteiligten dann in das Goldene Buch der Stadt ein, bevor die Veranstaltung mit Musik der Gruppe Krämer und Tast begleitet wurde. Als krönenden Abschluss wurde noch die Stiftermedaille präsentiert, welche eigens für die 60 Jahre Städtepartnerschaft angefertigt wurde. Diese fand Platz vor dem Roland, einem Platz für Stiftermedaillen, an dem bisher nur 2 weitere ausgewählte Medaillen eingelassen wurden. Dann fuhr noch die Quedlinburger Landpartie vor die Bühne. Auch hier gab es ein Jubiläum. 10 Jahre Quedlinburger Landpartie wurde hier gefeiert. Mit passenden Outfits zum Jahrgang des eigenen Fahrrads wurde sich dann auf den Sattel geschwungen und auf den Weg nach Ditfurt gemacht. Nos enfants, nos sangs.